أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. In der ersten Sitzung über die 40 Ahadith, die von Al-Ajri rahimahullah ta'ala überliefert wurden bzw. zusammengetragen wurden in einem einzelnen Werk, haben wir als allererstes den ersten Hadith besprochen. Und dieser Hadith war von den wichtigsten Ahadith tatsächlich. Und zwar: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Wem Allah Gutes wünscht und Gutes für ihn möchte, den macht er verständig in der Religion, in der gesamten Religion. So, dann haben wir auch den zweiten Hadith gelesen, der da lautete: Alaykum bil-ilm, qabla an yuqbad wa qabla an yurfa'. Vorgeschrieben ist euch die Wissensaneignung, bevor das Wissen noch verschwindet und bevor das Wissen entfernt wird. So, dann haben wir auch den dritten Hadith gelesen, der da heißt: Al-A'malu bin-Niyya. Die Taten sind entsprechend der Absicht, beziehungsweise in einer anderen Überlieferung außerhalb dieses Buches heißt es: Innama al-A'malu bin-Niyyat. Die Taten sind für wahr mit den Absichten in Plural. وَإِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَا نَوَى. Und für jede Person ist das, gilt das, was er beabsichtigte. Den zweiten Hadith haben wir etwas näher behandelt, jedoch den dritten einfach nur erwähnt und nicht viel an Erklärungen dazu gemacht. Von daher, inshallah, lesen wir diesen dritten Hadith erneut und fügen gewisse Erklärungen hinzu. Mohammed Ibn Ibrahim al-Taymi hat diesen Hadith überliefert. Sami'tu Alqama ibn Waqqas. Er hat von Alqama genommen. Yaqul, er hat gesagt: Sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab hat gesagt: Innama al-A'malu bin-Niyyah wa innama li-imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Die Taten sind entsprechend der Absicht, und dem Menschen wird das zuteil, was er beabsichtigt hat, und wessen Hijra, wessen Auswanderung für Allah bzw. zu Allah und zu seinem Gesandten war, so ist es dementsprechend, und wessen Auswanderung für die Dunya war, was er wollte, oder für eine Frau, wenn er für eine Frau ausgewandert ist, so ist seine Hijra dementsprechend, also für die Dunya und für die Frau gewesen. So, dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith, und viele Ulama der Ahlus Sunnah wal Jama'ah haben eben mit diesem Hadith begonnen, ihre Werke zu schreiben. Dieser Hadith ist, wie Abu Bakr al-Ajri rahimahullah ta'ala auch sagt, Aslun min usuluddin, eine Grundlage von den Grundlagen der Religion. Eine Grundlage in der Religion. Und obwohl dieser Hadith vom Sanad her, also von der Überlieferungskette her, ausschließlich von einer einzigen Person jeweils überliefert wird, in jeder Kette, jeweils in jeder Kette eine einzige Person. Und so ist dieser Hadith eigentlich als Gharib einzustufen. Gharib, von der Überlieferungskette her. Das heißt, Ibrahim ibn Taymi hat diesen Hadith ausschließlich von Alqamah gehört, und Alqamah hat diesen Hadith ausschließlich von Umar ibn al-Khattab gehört. So ist dieser Hadith eine einzelne Überlieferung, was manche Hadith al-Ahad nennen.
Und diese Überlieferung wurde jedoch von der Umma angenommen und zählt sogar zu den Grundlagen mit dem, was sie aussagt. Und Al-Bukhari, rahimahullah, und Muslim, rahimahullah, haben diesen Hadith so überliefert und in ihren Sahihain aufgenommen. Dieser Hadith in seiner Überlieferung wurde so stark angenommen, dass beispielsweise einer von den großen Ulema der Salaf, Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, يَنْبَغِي لِمَنْ صَنَّفَ كِتَابًا يَبْدَأَ بِهِ فِي كُلِّ بَابٍ. Es geziemt sich für jemanden, der ein Buch verfasst, und es gehört sich, dass er mit diesem Hadith beginnt in jedem Kapitel. Also noch bevor er anfängt zu schreiben, in jedem Kapitel soll er beginnen mit إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. Und dementsprechend sagte Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, أُصُولُ الْإِسْلَامِ ala thalathati ahadith. Der Islam basiert auf drei Ahadith. Hadith innama al-a'malu bin-niyyat. Der Hadith, die Taten sind entsprechend den Absichten. Wal hadith al-haramu bayyin wal halalu bayyin. Und der Hadith, das Verbotene ist offensichtlich und das Erlaubte ist offensichtlich. Und der dritte Hadith, er hat erwähnt, von Aisha radiallahu anha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Wer in unserer Religion in dieser Angelegenheit mit etwas kommt, was nicht zu ihr gehört, eine Erneuerung bringt, dies wird abgelehnt. So sagt Abu Bakr al-Ajuri darüber, لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عليه من فريضة ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة. So ist es niemanden erlaubt, von den Muslimen eine Pflichttat zu vollbringen für Allah oder eben eine erwünschenswerte Tat zu vollbringen, außer mit einer reinen, richtigen Absicht. لا رياء فيها ولا سمعة. Nicht indem der Augendienerei betreibt oder dies vollzieht, damit man über ihn Gutes spricht. وَلَا يُرِيدُ بِهَا إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُشْرِكُ فِيهَا مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَهُ. Und er beabsichtigt damit niemanden außer Allahs Wohlgefallen und er schreibt ihm dabei keine Teilhaber zu, indem er Schirk begeht. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلْ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ وَأُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ. Denn Allah Ta'ala akzeptiert und nimmt keine einzige Tat an, außer indem sie rein gemacht wurde für ihn und indem es nur für sein Antlitz, ausschließlich für ihn, vollbracht wurde. Das ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, damit Allah Ta'ala diese Tat annimmt. Die Angelegenheit der Niyya im Islam ist eine gewaltige, weshalb die Ulama, die Gelehrten der Sunna, viele, viele Werke darüber verfasst haben und vieles darüber gesagt haben. So wie zum Beispiel überliefert von Sufyan ibn Uyayna, aber es müsste Sufyan al-Thawri gewesen sein, der gesagt hat, für mich ist nichts schwieriger, als dass ich meine Niyya halte und diese schütze davor, dass sie mir entgleitet. Und man sagt, وَمَنْ أَصْلَحَ نِيَّتَهُ فَهُوَ أُجِيرَ بِنَوْمِهِ وَقِيَامِهِ. Wer seine Absicht schön macht und richtig macht, der wird für sein Schlafen und für sein Aufstehen sogar entlohnt werden, wenn er dementsprechend Absichten gefasst hat. Das heißt, mit einer richtigen Absicht kann man sogar für Dinge entlohnt werden, die eigentlich tatsächlich zu den Mubahat zählen, also zu den erlaubten Dingen wie Essen, Trinken, Schlafen, Aufstehen. Und eines sollte unbedingt im Hinterkopf behalten werden, und zwar, die Gelehrten sagen, لَيْسَ النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ بِمُصْلِحِ الْعَمَلِ الْفَاسِدِ. Die gute Absicht reinigt und korrigiert die schlechte Tat nicht. Sie ist keine Ausrede für eine schlechte Tat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja,
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Wer etwas einführt in dieser Religion, was nicht zu ihr gehört, womit wir nicht gekommen sind, so wird das abgelehnt. Und da kommt keine Ausnahme, in dem gesagt wurde, mit einer guten Absicht, jedoch wird es angenommen. Nein, es wird nicht angenommen und die Nie, die Absicht, wird hier gar nicht erwähnt. So sagten einige der Altvorderen, لَيْسَ فِي مُخَالَفَةِ السُنَّةِ أَجْرِ. Es gibt keine Entlohnung, keine Belohnung in der Zuwiderhandlung gegen die Sunna. Und dies ist beispielsweise eine Widerlegung gegen jemanden, der behauptet, Leute, die mit einer guten Absicht den Maulid oder den Geburtstag des Propheten feiern würden, würden damit belohnt werden am Ende, aufgrund ihrer guten Absichten und so weiter. Dies ist nicht der Fall. Die gute Absicht wird hier die schlechte Tat, die eine Neueinführung in der Religion ist, nicht reinigen und nicht korrekt machen. So ist diese Aussage eine abgelehnte Aussage. Qaul mardud. Es wird nicht angenommen. Diese Feststellung ist falsch. Auch wenn diese Feststellung von jemandem kommt, der dem großen Wissen zugesprochen wird. So ist also die Grundregel. La ajr fi mukhalafati sunnah. Es gibt keine Belohnung in der Zuwiderhandlung gegen die Sunnah. Nein, sie wird sogar abgelehnt und man wird daraufhin bestraft werden. Im vierten Hadith, was von Abdullah ibn Umar überliefert wird, sagt er, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسْ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجِّ الْبَيْتِ. Der Islam ist aufgebaut auf fünf Dinge, شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, das Bezeugen von La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah und das Verrichten des Gebetes fünfmal am Tag, das Verrichten des Gebets, Zakat, Almosen entrichten und Ramadan fasten. Das sind die fünf Dinge, die alayhi salatu wassalam erwähnt hat. Und deshalb buniya al-Islam ala khamsati arkan. Der Islam basiert, fundiert auf fünf Grundpfeiler. Und der erste Grundpfeiler ist die Shahada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und diese Shahada wird nicht angenommen von einer Person, ehe er nicht die sieben Voraussetzungen dafür erfüllt hat, die in den Büchern der Gelehrten zum Ausdruck gekommen sind. Unter der Umma herrscht ein Konsens darüber, dass diese Shurut, also diese Voraussetzungen, erfüllt werden müssen. Der einzige, der aufkommt, ist ein Bid'i, jemand, der mit seiner Bid'a die Religion verfälscht. Und in dieser Hinsicht ist der extremste Jahm ibn Safwan, alayhi la'ana, der gesagt hat, dass jemand die Shahada nicht einmal aussprechen muss, sondern das Wissen in seinem Herzen darüber würde reichen, um von den Gläubigen zu zählen am Tage der Auferstehung. Das ist natürlich batil, verkehrt, hinfällig und in keinster Weise angenommen worden von den Muslimen. Nein, es ist sogar als Kufr abgewertet worden, also als Unglaube. Das Gebet ist von sehr, sehr hoher Bedeutung und Stellung. Der Prophet ﷺ hat gesagt, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Der Ahd, also das Gelübde oder das Versprechen zwischen uns und ihnen, den Kuffar, ist das Gebet. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Und wer das Gebet verlässt, unterlässt, der begeht Unglaube. مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ أَشْرَكْ. Wer das Gebet verlassen hat, der hat Allah einen Teilhaber zugeschrieben. Er hat Schirk begangen. Oder فَقَدْ كَفَرْ. Er hat Unglauben begangen. All dies wird überliefert von dem Propheten ﷺ. Und von dem Propheten ﷺ wird auch überliefert, dass er sagte, لَا تَدَعْ صَلَاةً وَإِنْ حُرِّقْتَ. Unterlasse kein Gebet, auch wenn du verbrannt wirst. Die Stellung des Gebetes ist tatsächlich gewaltig, sodass Allah Ta'ala sie zur Pflicht machte im Himmel. La tushra illa fis sama. Es wurde nicht vorgeschrieben, außer im Himmel, sagen die Gelehrten. Also es wurde im Himmel vorgeschrieben, während der Himmelsfahrt des Propheten, alayhi salatu wassalam.
so haben die Sahaba einen Konsens darüber, dass derjenige, der nicht betet, ein Kafir ist. Es wird überliefert, dass Ali radiallahu anhu sagte, Man la yusalli faqad kafar. Wer nicht betet, der ist ein Kafir. Beziehungsweise, Man taraka salata faqad kafar. Wer das Gebet verlässt, der ist ein Kafir. Und ebenso wird überliefert, dass Umar radiallahu anhu sagte, La hadda fil islami man taraka salah. Wer das Gebet verlässt, der hat keinen Anteil am Islam. Und alayhi salatu wassalam sagte, Wa ita'i zakah. Und das Geben von Zakah, dem verpflichtenden Almosen. Und genau hier, liebe Geschwister, sagt auch Sa'id ibn Jubayr, beispielsweise von den Salaf, dass wer das Geben von Zakah unterlässt, dass er ein Kafir ist. Bijuhudin au bighayri juhud. Indem er ablehnt oder indem er nicht ablehnt, dessen Verpflichtung anerkennt oder eben nicht anerkennt. Wer dessen Verpflichtung aberkennt, der ist ohnehin in Unglauben verfallen. Jedoch derjenige, der ihn annimmt, anerkennt, aber nicht gibt, dass dieser auch ein Kafir wäre, wird von einigen der Salaf auch überliefert. Und es gibt eine bekannte Meinungsverschiedenheit in dieser Angelegenheit auch. Ebenso wird auch von Ahmed ibn Hanbal überliefert, dass er, also zumindest eine Meinung von ihm, besagt, dass der Unterlasser der Zakah ein Kafir ist. Was jedoch feststeht mit dem Konsens der Sahaba ist, dass derjenige, der das nicht ableistet, also die Zakah nicht entrichtet und daraufhin sogar bereit ist zu kämpfen, sozusagen dem Statthalter oder dem Herrscher der Muslime entgegnet und sagt, ich werde die Zakah nicht zahlen und ich würde dich sogar dafür bekämpfen und dann auch wirklich daraufhin den Herrscher und die Muslime bekämpft, um die Zakah nicht zu entrichten. Na, über so jemanden ist ein Konsens darüber unter den Sahaba, dass dieser ein Kafir ist. Denn die Sahaba haben unter der Herrschaft von Abu Bakr radiallahu anhu gegen solche Leute gekämpft, indem sie sie als Murtadun, also als Abtrünnige angesehen haben. Im Zuge der Abtrünnigkeit vieler Städte und Orte nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was den Konsens der Sahaba anbelangt, nicht nur der Konsens der Sahaba, selbst wenn die Sahaba über eine einzige Angelegenheit differieren würden, indem einige von ihnen sagen würden, es sei haram, beispielsweise, und andere würden sagen, es ist makruh, es ist verpönt, so darf niemand mit einer dritten Meinung ankommen. Wenn eine dritte Meinung aufkommen würde, über so etwas sagt Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, هذا قول أهل البدع. Das ist die Aussage bzw. die Meinung der Ahlul Bid'ah. Die dritte Meinung, die von keinem der Sahaba angenommen wurde. Als grundlegende Regel kann man das feststellen. So ist natürlich der Konsens der Sahaba dementsprechend viel, viel höher anzusehen. Auf jeden Fall eine Hujja im Islam. Ein hundertprozentiger Beweis. Das Aufbringen von einer dritten, neuen Meinung, die von den Sahaba nicht erwähnt wurde, oder eben einer vierte, die von den Sahaba nicht erwähnt wurde, ist gleichzusetzen mit der Behauptung, dass sie die Wahrheit nicht entdeckt haben und dass man selbst die Wahrheit entdeckt hat und die richtige Meinung dann vorzieht. Das ist natürlich ein Schlechtreden über die Sahaba, wie wir des Öfteren auch festgelegt hatten, beziehungsweise festgestellt hatten. Abdullah ibn Mas'ud hat eine Meinung. Abdullah ibn Abbas hat beispielsweise eine andere Meinung. Da darf niemand kommen und behaupten, eine dritte Meinung wäre doch richtig. Das heißt nämlich dann Ray oder Qawl ibn Mas'ud batil. Qawl ibn Abbas batil. Ihre Aussagen, ihre Meinungen sind falsch. Richtig ist meine. Das ist natürlich nur etwas, was entsprechend der Aussage von Ahmed ibn Hanbal, und so ist es auch, nur ein Bid'i machen könnte. Nur jemand, der ein Ketzer ist. Wer so etwas macht, und viele derjenigen, die sich zu Salafiyya bekennen, machen heute sowas,
hat damit den Weg geebnet bzw. die Tür geöffnet zur Kritik der Sahaba. Die Sahaba können erst dann kritisiert werden und auch verleumdet werden, erst wenn man in Frage stellt, dass sie wirklich die Wahrheit als Ganzes erkannt haben. Wenn man das in Frage stellt und wenn man daran zweifelt, dann kann man erst die Sahaba auch im nächsten Schritt rügen, kritisieren, tadeln. Um den nächsten Zug, da heißt es im Hadith ja, وَصَوْمِ رَمَضَانٍ وَحَجَّ الْبَيْتِ. Ramadan zu fasten und die Pilgerreise zum Hause Allahs, zur Kaaba, zu vollziehen. Auch hierin wird von einigen der Sahaba überliefert, dass sie den Takfir machten auf den Unterlasser von Ramadan oder Hajj. So gibt es also hinsichtlich der Voraussetzungen der Shahada keine Meinungsverschiedenheit, dass der Unterlasser ein Kafir ist. Auch der Unterlasser des Gebetes ist bei den Sahaba ohne Meinungsverschiedenheit ein Kafir. Al-Zakah was-Sawm wal-Hajj, also Zakah, Fasten und Hajj, darin gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Jedoch gibt es auch eine wichtige Angelegenheit, und zwar nach der Shahada die vier Grundpfeiler. Wer eines davon komplett unterlässt, gänzlich unterlässt, die Tat als Gattung sozusagen unterlässt und verlässt, da gibt es auch keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass derjenige ein Kafir ist. Wenn er so etwas wie Zakah in seinem Leben nicht aufgenommen hat und nicht die Absicht hat, das aufzunehmen, es komplett unterlässt, oder eben die Hajj oder eben irgendeins davon, dann ist das natürlich auch Kufr mit dem Ijma der Sahaba und der Ahl Sunnah wal Jamaah. Darüber hinaus, wer behauptet, jemand, der beispielsweise niemals fastet und so etwas in seiner Ibadah nicht vorhanden ist, so etwas in seinem Leben nicht vorhanden ist, wer behauptet, er sei immer noch auf Islam und Iman, das ist tatsächlich jemand, der ein Murji ist, wie Ishaq ibn Rahuya gesagt hat, rahimahullah ta'ala. Er sagte, Ula'ika alladhina la shakka fihim. Jene sind die, über die es keinen Zweifel gibt, darüber, dass sie Murji'ah sind, eine ketzerische Bid'ah-Sekte. Und ebenso sagte Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, Al-Murji'ah ja'alu tark al-fara'id fil manzilati al-ityan bil ma'asi. Die Murji'ah haben die Unterlassung der verpflichtenden Dinge so angesehen wie die Ausführung der verbotenen Dinge. Das heißt, eine verpflichtende Tat zu unterlassen ist bei ihnen genauso anzusehen wie das Ausführen einer verbotenen Tat. Und darin unterscheiden sie sich natürlich von der Ahle Sunnah wal Jamaah. Diese Überlieferung wird reichlich in Kitab al-Sunnah von Sheikh Abdullah rahimahullah ta'ala und sonst wo auch überliefert. Und dort ist sie verzeichnet mehrmals. Das ist inshallah unser zweiter Unterricht und wir werden inshallah fortführen demnächst. Walhamdulillah.